Und jetzt willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic Imperialer Agent. Beziehungsweise scharfer Scharfschütze. Jo, ich bin hier bei der Festung. Warum? Ja, ich wollte einfach mal so eine Fun-Folge mal wieder machen. Denn, ihr seht ja den Credit-Betrag, ich habe wieder ein Abo. Nicht weil ich Bock hatte darauf, sondern aus dem einfachen Grund, da. Ja, den neuen Kapitel. Wenn ihr euch bis morgen noch ein Abo holt, dann kriegt ihr das schon am 9., glaube ich. Am 9. Na, wer ist der jetzt hier? Verdammt, ich kenne die Monate nicht auswendig. August, genau, August. Mein Güte, ey. Ja. Gibt es da gerade irgendwas, was wir uns kaufen können? Ich habe gerade schon ein paar Schiffe wieder reingestellt. Pakete. Ah ne, stimmt, jetzt kommen hier nur die ganzen Glückswürfel. Paket. Wow, 1,2 Millionen. Nein, danke. Ganz ehrlich, nein, danke. Ich habe jetzt hier nochmal so eine Galaxiskarte hingestellt. Ich weiß gar nicht, ob man die noch bekommen kann. Die ist hier vom dritten Jahrestag noch. Die könnt ihr aber jetzt nicht mehr kaufen, weil der dritte Jahrestag ist schon längst weg. Und ich hätte mir ja mal gedacht, ich kaufe mir jetzt mal einen neuen Raum. Und zwar diesen hier. Den großen. Für 350.000. Die haben gerade 7,8 Millionen. Natürlich, wer jetzt gedacht, ich habe wieder Kartellmünzen bekommen. Was? Lebensfestrobe? Oh Gott, es gibt wirklich schon Lebensfestzeug. Sag mal, es ist Juli. Oh, das ist doch nicht euer Ernst, ey. Star Wars, Star Wars. Es ist Juli. Ich habe übrigens auch eine Gilde. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Das heißt, ich habe eine Gilde. Ich bin in der Gilde beigetreten. Habe den Rang. Oh, darf. Großmuff. Mitglied so tief Großmuff. Oh, ist gerade jemand online gekommen. Okay. Jetzt wieder zurück zum Raum freikau. Was mache ich denn hier? Ich habe ja übrigens ein bisschen hier oben dekoriert. Hier ein paar Datacons hingestellt. Ich habe Chat weggestört, ne? Wenn ihr übrigens hier in meine Festung mal einen Schlüssel haben wollt, Bronzen oder Silbern, müsst ihr halt sagen, ob ihr halt auch hier das Ding plündern wollt. Kann ich direkt mal machen. Dann müsst ihr mich nur anschreiben. Server Van Jervelist Chain. Ich weiß gar nicht, ob ich auch republikanischen Charakteren Schlüssel geben kann. Ich glaube schon. Da müsste ich jetzt wahrscheinlich mit meinem Rap machen, weil ich euch ja sonst nirgendwo finde. Egal, ich kann das sogar nochmal machen. Eigentlich sollte man das doch nur einmal machen können. Ja, hier mein Notenballständer noch aus der 99. Folge. Oder 100. Keine Ahnung. Hier noch ein Froschhund, Bild, Faulwurm. Alles, was halt zu Notenball gehört. Wart nochmal. Okay, das wird eine sehr langweilige Folge. Die Kiste muss ich auch noch aufmachen. Ich freue mich schon aufs letzte Kapitel. Also, für alle, was soll ich jetzt gerade sagen? Auf jeden Fall freue ich mich mega auf das Kapitel. Ich habe richtig Bock darauf. So, also, wie oft geht das jetzt noch? Ja. Ich habe übrigens auch mal auf svita.com, könnt ihr mal bei der Community, müsst ihr einfach mal auf Community gehen und dann bei der Suche dann mal Kapitel 16 eingeben. Dann wird wahrscheinlich, wird ihr einen Post von einem Entwickler finden, jetzt ist es vorbei. Jetzt geht's nicht mehr, jetzt habe ich eine Ressourcenerschöpfung. Muss 4 Stunden warten. Wo steht, dass ihr, wenn ihr am 29., glaube ich, Abonnent habt. Ich weiß nicht, ob man das da schon haben muss oder ob es auch zählt, wenn man es da erst aktiviert. Ich habe es so wie gewohnt über MMOGR gekauft, das Abonnent. Also MMOGR.de und dann irgendwie 60 Tage Prepaid Game Card oder sowas. Und übrigens ein kleiner Warnhinweis, kauft euch über MMOGR oder über andere Webseiten keine Credits. Vertraut mir, macht es nicht. Kartellmünzen könnt ihr euch kaufen, aber Credits nicht. Ich habe gehört, dass da Leute schon Account gesperrt, dass da schon Accounts gesperrt wurden, deswegen. Deswegen macht's lieber nicht. Könnt mir ja schreiben, wenn ihr es mal gemacht habt, ob euer Account dann gesperrt wurde. So, ach, ich bin jetzt schon die ganze Zeit rumgelaufen und habe immer noch nicht den Raum freigeschaltet. Also, erweitern. Jawohl. Müsste hier automatisch auch gleich frei sein. Ja, genau. Jetzt kommen natürlich logischerweise die Regale hier mal weg. Wollte ich jetzt hier mir das okay. Die stören ja hier nur. Oh geil, hab ich noch mehr Haken, ey. Nein, nicht den Lebensfestbaum. Den müsste ich. Oh Gott, ey, ist nicht mal Weihnachten, ey. Ich habe immer noch hier den Lebensfestbaum stehen. Ah, kann ich heute die Regale hinstellen? Ah, das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt.
Ah. Taunchen. Ach so, das ist mein Taunton. Ah, das ist ein bisschen blöd hier. Ich wollte jetzt ja eigentlich die Regale wieder hinstellen, oder geht das hier doch auch? Ja, wo waren das jetzt hier? Möbel? Also, ob ich das auch so hinkriege. So. Ja, nicht so direkt. Verdammt. Zumindest so einigermaßen. Ist doof, dass es nicht direkt geht. Ich mach's aber trotzdem nochmal. So, einmal den nach hinten. Ja. Ist quasi hier beschwert, oder? Wartet. 250.000. So teuer ist es ja gar nicht. Ist hier auch 250.000. Ah, wie viel kostet denn hier der Unterraum? Oder hat man den dann direkt dabei? Zuerst noch können wir gucken, was wir mal so hinstellen können. Ich will noch ein Dings, hier könnt ihr auch noch hinstellen. Oh Gott, ich habe noch so viele Lebensfestbäume, ey. Gott. Bin ich voll gemüllt. Kurtop Allianz. Ach, den kann man ja auch hinstellen. Treak, hier die ganzen Gefährten natürlich. Ich will echt nichts Sinnvolles mehr. Bodensafe. Übrigens, das ist vom Sicherheitstoken. Den kann ich auch mal hier irgendwo hinstellen. Hier so. Kann ich auch mal zeigen, wo ihr den herbekommt. Ja, wo ist denn der jetzt? Bodensafe, Bodensafe, hallo, bist du? Achso. Ich habe auch noch einige Datacrons hier. Kann ich euch auch hinstellen. Bodensafe, also. Und, warte, den Wandsafe hatte ich doch, glaube ich, auch. Mach's mal so. Und hängt dann hier mal einen Wandsafe ran. Zeige ich euch gleich mal, wo ihr die herbekommt. Wandsafe hier. Und genau, ihr seht schon am Schlüssel, das ist wie ein Laderaum. Das heißt, ich habe damals 115 Kartellmützen umsonst ausgegeben. Natürlich beim Boden selber auch. So könnt ihr euch halt entscheiden, ob ihr es an die Wand machen wollt oder auf dem Boden oder ob ihr es beides machen wollt. Und da habe ich jetzt hier einen weiteren Raum. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich nicht das hier sogar als Huttenraum-Raum mache. Huttenraum-Raum vor allen Dingen. Huttenball-Raum, Gott. Dinger baue ich jetzt mal wieder ab. Ich wollte sie euch ja nur zeigen. Verdammt. Nein, jetzt komme ich da nicht ran. So. Das ist dumm, weil ich diesen Sachen nur interagieren kann, dass man hier nicht irgendwie daneben klicken kann. Oder irgendwie draufklicken, der automatisch das Feld anwählt. So, jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, wo ihr das kaufen könnt. Also, was mache ich denn hier? Rotverflottenpass. Ich wollte mir auch noch anderes Zeug kaufen. Also ich bin richtig gespannt auf das neue Kapitel und ich hoffe, dass ich mir das Abo nicht umsonst gekauft habe. Ich habe keine 20,99. Übrigens, ich habe übrigens auch einen Gutscheincode benutzt. Deswegen habe ich noch 19,80 oder sowas bezahlt. Was ist das? Ah, das ist... Ach, hier, Sicherheitstoken hinten drin. Euer Geld ist uns immer willkommen. Hier ist der Bodensafe für jeweils 15.000. Könnt ihr euch 999 von holen, also da habt ihr genug Platz. Hier noch ein paar The Shade-Anpassungen für halt den Gefährten The Shade. Die jetzt wirklich schön aussehen, weiß ich nicht. Na? Da mach ich meine Kiste auf. Oh. Jetzt wird ein Kartellpaket. Ja? Ist ja so unsichtbar? Nee. Flottenpass brauche ich doch nicht. Erfordert Sicherheitstoken. Ach so, das kann man auch nur während des Sicherheitstokens machen. Und übrigens, der funktioniert nicht als Free-to-Play. Weiß und tiefrot. Ach du Scheiße. Bäh. Das sieht aus wie so eine Taube hier. Das hier finde. Das ist Die richtig Erstlinien wieder. des Ministeriums Das finde ich für ziemlich biotische geil. Wissenschaften billigen Warum den brauchst du Luftschleusenausstoß als akzeptable Methode zur Beseitigung von Überträgern der Rathohlseuche. Graufrosch. Ja. Ach du schon 500.000, Alter. Ey, das ist doch Bescheid. Das Ding zeige ich euch gleich. Jetzt zeige ich euch erstmal hier nochmal. Sind alle gebunden, okay, schade. Die kann man alle nicht, also nicht verkaufen.
Wo ist der Rest? Da oben. So. Sieht das so aus. Würde bei... Oh Gott, da hängt was an... Ihr wisst schon was dran. Es würde so aus, würde bei... Bestimmt bei irgendwelchen Frauen... weiblichen Gefährten gut aussehen. Wette, wie wird das aussehen? Hallo, Wette, willst du bitte mal da sein? So, jetzt mach doch nicht die ganze Zeit die Kisten auf. Oh. Hey, das sieht ja eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus. Wie sieht es normal aus? Hey, die gefällt mir. Die gefällt mir. Sorry, Gefährte. Die hole ich mir. Die gefällt mir. Ich zeige euch nochmal kurz das Teil hier. Das kann man eh wieder verkaufen. Das kann man sogar auch wieder zurückgeben. Ja. Weiß, tiefrot. Auf jeden Fall gibt es hier den Bodensafe für 15.000 und hier nochmal den Wandsafe für 15.000. Also beide kosten gleich viel. Das kann euch also nicht die Entscheidung geben. Beehrt uns bald wieder. Geh ich mal irgendwo hin, wo es leiser ist. Dann zeige ich euch auch mal den hier, den Druiden. Ich mache es allerdings extra mal ganz kurz. Die Musik auf 10%. Dass das Video nicht gesperrt wird. Weil hier kommt nämlich Musik, die zum Donnerland Sinfonieorchester gehört. Okay, da kommt jetzt die Cantina-Musik, dieses. Ich mache jetzt aber den Druiden mal wieder weg und verkaufe den mal wieder. Das Dumme ist, er hat eine Abklingzeit von 30 Minuten. Seht ihr etwas, das euch zusagt? Ob ich den nicht nutzen kann, weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss wirklich vorbestellen. Nee, das ist ja dumm. Euer Geld ist uns immer willkommen. So, jetzt zurück zur Wette. N. Oh Gott, habe ich ein riesiges Fenster hier da. Ach so, stimmt, der Wette ist ein Hauptcharakter. Ich dachte gerade, warum ist jetzt da? Hey. So, dann ziehen wir das mal an. Oh, sieht doch total geil aus. Oh, wie geil. Wette sieht so viel geiler aus. Wie würde das Rüstungsset eigentlich bei ihr aussehen? Seht ihr etwas, das euch zusagt? Zack, zack. Ich will nicht durch da. Gefährte. Wette. Ich sagte, wie... Oh! Ey, das sieht doch total geil aus. Ey, das mache ich. Das gefällt mir. Das sollte das Rakul-Problem außer die Fresse, Kontrolle geraten, ist die erste imperiale Flotte autorisiert, mit einer umfassenden Bombardierung Corellias aus dem Orbit zu beginnen. Beehrt uns bald wieder. Gefällt mir eigentlich am besten. Jo. Farben vereinheitlichen. Ja. Ey, das sieht doch super. Okay. Ja gut, die Dinger spacken ein bisschen rum, aber trotzdem finde ich, das sieht extrem geil aus. So, was wollte ich noch machen? Genau, ich wollte mal zum Postfach. Kiste öffnen will ich auch nochmal. Gut, dass der mich gerade daran erinnert hat. Hier. Gäbe es auch nochmal eine Belohnung fürs Abo. Dein Abonnent belohnen für Juli. Mehr kann ich hier nicht lesen. Ha. Danke, dass du Teil des Star Wars The Old Republic Community bist. Zu der Amulettbelohnung erhältst du AK-55 Festungsposter, inspiriert von der Tapferkeit des legendären Druiden. Macht dieses epische Porträt einfach jede Festung schöner und zieht garantiert den Neid aller Besucher auf sich. Du kannst deine Spielzeitbelohnung beanspruchen, indem du mit der rechten Maus auf den Gegenstand klickst, um ihn dann in Inventar zu legen. Möge die Macht mit dir sein. Okay. Das ist also ein Tag, darauf muss ich mir keine Sorgen machen. Okay. Das ist das schöne Teil dann aus. Oh! Ist das Richtige? Ja. Oh! Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Das gefällt mir. Das aktiviere ich auch direkt da. Ich habe schon 5. Ich weiß, ich habe schon 4. Ah, Rakul Events auch wieder aktiv. Hab ich ja gerade die ganze Zeit gehört. Ich wollte schon wieder. Ich habe schon wieder. Euer Geld ist uns immer willkommen. So, hier 3 Stück machen wir diese Folge mal. Anschluss jetzt ein Jahr, wenn ein Botschafter ist. Ja, Gott. Oh Gott. Warte, was ist das hier? Militärausrüstungsrecht Tweet geben. Robert ist jetzt ein Jahr, wenn ein Inquisitor. Ich bin jetzt ein Jahr, wenn ein Scheiß hier. Ich zieh das mal gleich auch nochmal an. Robert ist jetzt ein furchtbaren Botschafter. Wow. Info und Rap-Erinnerungsstücke. Das gebe ich ihr mal. Hey! Danke. Das will sie ja nicht. Die Waffe will ich. Warte, wo sind jetzt das andere? Wo sind jetzt die Rap-Erinnerungsstücke? Hä?
Da. Hey, danke. Okay. Das, wie es bei ihr aussehen? Oh. Ja gut, das wird aber... Das sieht doof aus. Haben wir das Wort schon mal gehabt? Okay, doch, das hatten wir schon mal. Handschuhe. Das passt eigentlich gar nicht mehr so. Ja, wenn Botschafter, ja, wenn Inquisitor. Okay. Dorn-Mitarbeiter, die sich um die Rakul-Situation kümmern, suchen dringend nach Freiwilligen. Seht ihr etwas, das euch zusagt? Freiwillige riskieren sowohl ihr Leben als auch ihre Angehörigkeit zum Imperium. Tat er jetzt unter dem Robin muss. Ja, jetzt mach die doch bei Kiste auf. Drei Kisten reichen? Für eine Folge. Oh, der hat so komische Stuhl. Aber im Prinzip finde ich das Jetpack hier für. Das, oh, jetzt redet natürlich gerade nicht das Jetpack. Jetpack. Da. Das Jetpack finde ich eigentlich eins der besten. Ich weiß nicht, welche Jetpacks es hier noch gibt. wieso guck ich da bei Spielzeug, ey? Das war übrigens Gewöhnungssache, dass ich da mal draufklicke. Fahrzeuge. Hier das TJ2 Jetpack. Wie soll das aussehen? Das wird rot aussehen, wird auch nicht schlecht aussehen. Hier das MSM J37. Oh, das sieht eigentlich auch geil aus. Das gefällt mir, ehrlich gesagt. Von welcher Kiste ist das? Wildraum-Kundschafter-Paket, okay. Und was ist das hier? Schattenpaket, oh Gott. Da gab es ja auch schon Jetpacks. Dann das, was ich habe. Habe ich ja freigeschaltet hier. Und doch hier das von AK-55. Ich würde zeigen, wie es aussieht. Oh Gott, ist das hässlich. Oh Gott, also irgendwie sieht das hässlich aus. Also für meinen Charakter sieht das extrem hässlich aus, aber ich finde sowieso irgendwie, ich mag das Jetpack nicht. Ich finde es nicht besonders schön. Es ist zwar geil, wenn man es. Wie bekommt man das jetzt überhaupt? Wird allen Spielern gewährt, die im Februar 2016 ein aktives Abonnent für Star Wars The Old Republic haben. Hatte ich da nicht sogar eins? Och, jetzt sind hier wieder 1000 Leute mit der Rakul-Seuche hier. Ach, der macht Glückswürfel auf. Ja. Aber ich persönlich finde das hässlich irgendwie. Angriffskreis. Ich habe so viel Müll hier drin. Ich glaube, ich gehe nochmal nach Odessen. Öffne noch eine weitere Kiste, weil die Kisten waren echt scheiße. Ich gehe nochmal kurz zu Dr. Ogorup. Ach, wieso M? Dr. Ogorup, wo bist du denn, mein Freund? Dr. Ogorup. Ogorup da. Ogorup. Ogorup. So, hab mich kurz in die Tarantina teleportiert. Oh, hier ist eine Quest. Mach ich die jetzt? Guck mal, was das ist. Ich grüße Sie. Oh. Achso, das wieder mit den Vorräten, aber die habe ich gerade nicht. Ja gut, dann gehe ich weg. Ah, Gott. Ich habe jetzt schon mal die Kiste schon mal eingetauscht auf Screen ohne euch. Oben Rock des letzten feuchtwachenden Inquisitors. Das ist doch kein Rock, ey. Wenn ihr der Beste sein wollt, müsst ihr wissen, wie. Ich bin übrigens bis Dienstag. Bis Dienstag, den. Ich weiß nicht, welches Datum das ist. Ich glaube, genau, bis zum 9. bin ich sogar weg. Also bis zu dem Tag, wo das neue Kapitel kommt, bin ich weg. Das heißt, ihr braucht da gar nicht irgendwie versucht, mich anzuschreiben oder so. Hey, und hier oben war ich auch noch nie. Erscheinungsbilddesigner sind hier. Aber ganz ehrlich, wer ändert seinen Charakter schon? Komm ich da hoch? Ja. Jetzt gerne, wenn hier irgendwo so ein Secret wäre. Guck mal hier ganz mal hier, was hier denn so noch ist. Hier war ich nämlich noch gar nicht. Hier gut, so ein kleiner Raum. Hier ein Huttenbereich. Hier so ein Thron für die Hutten. Abgefangen das aus der letzten Folge. Hier noch so
Kein Entspannungsraum hier. Was? Tisch. Da sehe ich auch, dass das ein Tisch ist. Kann ich mich da auf den Stuhl setzen? Ja, dann würde ich sagen, ja, beende ich die Folge. Bis zur nächsten Folge. Also wahrscheinlich wird die nächste Folge das neue Kapitel sein. Bis bald. Ciao.